Bundesliga, 14. Spieltag und hier kommen unsere Tipps. Mit dem Klassiker, Topspiel am Samstag, Dortmund gegen Bayern. Kein Spiel gab es öfter in der Fußball-Bundesliga. Bevor wir zu diesem Topspiel kommen, gibt es natürlich noch ein paar andere Spiele. Am Freitag zum Beispiel. Union Berlin empfängt RB Leipzig. Und wenn wir hier gleich mal auf die Quoten schauen, Union mit einer 4,2, krasse Außenseite. Und das verstehe ich aus mehreren Gründen nicht. Erstens, Union ist brutal heimstark. Zweitens, Leipzig ist extrem auswärts schwach. Und sie müssen wieder auf ihren Trainer Jesse March verzichten, der immer noch in Quarantäne ist wegen Corona. Mittlerweile genesen, sagt er. Aber anscheinend sehen das manche anders. Und deswegen auch der Ersatz Achim Beierlorzer ist nicht an der Seitenlinie. Deswegen wird Leipzig betreut von Marco Kurt. Und nach der Niederlage gegen Leverkusen hat Leipzig auch echt überhaupt keine Argumente, warum sie hier in Berlin bei Union Favorit sein sollen. Deswegen sehe ich natürlich hier Value bei einer Außenseiterwette. In dem Fall auf die Heimmannschaft, ein Asian Handicap. Ja, man muss auch mal die Tabelle schauen, Radek. Da haben wir Union als Sechster wirklich sehr gut positioniert. Leipzig hat jetzt aufgeholt, Achter. Also schon verrückt. Man muss dazu auch sagen, es ist gleich eine Rehabilitationswette für uns. War ja letzte Woche ein Griff ins Klo. Die Auswertung kommt wieder beim nächsten Mal. Und ja, machen wir gleich mit dem Freitag Tacheles, oder? Es wäre zwar typisch Bundesliga, wenn jetzt genau das wahrscheinliche Ereignis passiert, aber wir bleiben den Eisernen treu. Die haben uns schon sehr viele Wetten in dieser Saison ins Ziel gebracht, auch Ende letzter Saison, sonst nicht. Deshalb 1x und weiter geht's. Bielefeld gegen Köln, hochinteressantes Spiel. Die Quoten gefallen mir aber auch nicht, weil die Quote auf Köln meiner Meinung nach zu niedrig ist. Weil, obwohl die Kölner extrem heimstark sind, sie auswärts bisher noch keinen Sieg auf dem Konto haben. Drei Unentschieden, drei Niederlagen gab es für die Kölner auswärts. Und auf der anderen Seite Bielefeld zu Hause auch noch nicht gewonnen, aber gefühlt eine starke Heimmannschaft, denn die haben es immerhin geschafft, zu Hause Punkte zu behalten gegen unter anderem Wolfsburg und noch ein paar andere. Also Bielefeld auch gegen Bayern nicht schlecht gespielt, nur 1-0 verloren. Ich habe echt die ganze Zeit Daumen gedrückt, dass meine Arminen hier einen Punkt holen, aber dann haben die Bayern natürlich den verdienten Siegtreffer doch noch gemacht. Egal, ich sehe Köln natürlich ein bisschen stärker, aber angesichts der Auswärtsschwäche der Kölner sollte man davon die Finger lassen und wenn überhaupt vielleicht ein Unentschieden ins Auge fassen oder Finger weg. Ja, genau. Lass uns doch auch mal hier schauen auf beide Treffen, weil hier würde ich eher ein beide Treffen Nein sehen. Das ist eine 2-3er-Quote. Also ich sehe hier schon das klassische 0-0, 1-0, 0-1 oder 2-0, 0-2. Ich finde auch, Unentschieden ist die attraktivste Wette, einfach weil Arminia mit ihrem Kader das maximal rausholt, bockstark ist. Die werden nicht jetzt hier groß offensiv anlaufen und Köln, ja, könnte, glaube ich, auswärts auch mit einem Punkt leben. Halten wir mal im Hinterkopf unentschieden und schauen, was am Ende rauskommt. Ja, aber wetten würde ich da auch nicht drauf. Das stimmt, genau. Da gibt es bessere Wetten. Leverkusen führt vielleicht eine Heimwette auf die Leverkusener, die ja jetzt nach dem Leipzig-Sieg Tabellendritter sind. Das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen schockiert, weil gefühlt Leverkusen ja echt auch eine schwache Saison spielt. Also hopp oder top, auch schon 3 Niederlagen, 3 Unentschieden hat und es gab schon lange keinen Tabellendritten mehr, der so wenig Punkte zu diesem Zeitpunkt hatte. Das war zuletzt vor 4 Jahren der FC Schalke 04. Jetzt hätte ich fast SC Schalke gesagt. So eine Mannschaft, die mittlerweile keiner mehr kennt, spielt mittlerweile irgendwo unterklassig. Die war damals irgendwie auch ungefähr als Tabellendritter, so mit 24 Punkten. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Quote auf Leverkusen macht keinen Spaß und auf Fürth zu wetten auch keinen Sinn. Ja, wir haben ultra enges Mittelfeld hier in der Bundesliga in dieser Saison, wobei das Mittelfeld schon am dritten Tabellenplatz losgeht. Ich würde ja trotzdem mal auf die Asian Handicaps gehen. Fürth letzte Woche hat ja einen Tennissatz verloren, 3-6 gegen Hoffenheim. Und Fürth gehört einfach nicht in die erste Liga. Leverkusen ist auch ganz gern bekannt für Aussetzer. Trotzdem, ja, minus 1,5 würde ich interessant finden. Minus 2 bedeutet dann, dass du die Wette nur gewinnst, wenn Leverkusen 3-0 oder so gewinnt. Deshalb keine Wette hier. No. Was sagst du bei Augsburg gegen Bochum?
Augsburg-Bochum ist noch die große Frage, ob ich beim Spiel dabei sein werde oder nicht. Da bin ich tatsächlich vielleicht im Stadion, einfach von der Firma her. Mal gucken, was jetzt wegen Corona entschieden wird. Ist ein Duell, das man eigentlich definitiv nicht wetten sollte, weil Augsburg jetzt zweimal in Folge gepunktet hat. Glücklich in oder beide Hertha. Auf der anderen Seite spielt Bochum richtig geil, haben wir jetzt auch schon zwei Weitschusstore, richtige Weitschusstore geschossen. Richtig, richtig coole Truppe eingestellt. Aber mit Unentschieden könnten wir auch beide leben. Aber dadurch, dass beide formstark sind, würde ich hier von einer Wette absetzen, auch wenn Unentschieden keine überraschen wird. Ja, aber Bochum ist halt auch auswärts nicht so stark. Erst drei Tore auf fremdem Platz erzielt, während die Augsburger zu Hause sogar die Bayern geschlagen haben und drei ihrer sechs Heimspiele gewinnen konnten. Bochum ist ein Gegner, den Augsburg zu Hause besiegen muss, gerade weil es bei ihnen jetzt scheinbar echt läuft. Die Moral hat gesiegt. Gegen den Bayernfluch in Berlin haben sie spät den Ausgleich erzielt. Ich sage ja auch, dass ein Unentschieden irgendwo zu einem Bayernfluch gehört, weil eine Mannschaft, die gegen Bayern gewinnt, ja auch das nächste Spiel gewinnen müsste und dann Unentschieden ja schon auch ein bisschen Fluch ist. Deswegen würde ich hier schon sagen, Augsburg verliert dieses Heimspiel zu Hause nicht. Deswegen ist ein Asian Handicap auf die Augsburger mit Asian Handicap 0 mit einer Quote von 1,72 eine Option, aber auch ein bisschen zu niedrig. Und dann wird es schon wieder ein bisschen zu riskant, weil man verliert dann die Hälfte, wenn es doch unentschieden ausgeht. Und ja, sind wir uns ehrlich, Bochum ist, du hast es gesagt, echt eine sympathische Mannschaft, die kämpft und deswegen auch einen Punkt mitnehmen kann aus Augsburg. Und da ist alles irgendwie quotenmäßig zu schwach. Höchstens vielleicht dein beliebtes beide Treffen nochmal kurz gecheckt. Das würde ein 1,88 geben. Könnte man sich vorstellen, allerdings ist Giekiewicz schon eigentlich ein geiler Torwart. Ja. Mit seiner Zahnspange. Ja, das hast du mir ganz stolz einmal gezeigt per WhatsApp. Da, danke dafür. Ja, gerne. Mainz gegen Wolfsburg. Ja, was soll man davon halten? Die Quoten deuten auf ein Unentschieden hin. Die Mainzer sind zuletzt gegen drei Teams nicht über einen Punktgewinn hinausgekommen, also haben nicht gewonnen und gegen Stuttgart sogar verloren, obwohl man das eigentlich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, aber Stuttgart ist wieder jetzt ein bisschen stärker und die Wölfe haben eigentlich gegen Dortmund ganz gut gespielt in der Phase, wo ich zugeschaut habe, das war nicht das ganze Spiel, irgendwann in der zweiten Halbzeit, aber Dortmund hat dann halt einfach diesen Haaland eingewechselt, was schon ein bisschen unfair ist, weil der ist einfach besser als jeder andere in der Liga und kann alleine Spiele entscheiden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Wölfe unter Kofeld nach wie vor stärker und dann ist die Frage, ob die Mainzer die Punkte zu Hause behalten können oder ob Wolfsburg stark genug ist, in Mainz zu gewinnen. Die Quote von 2,9 auf Wolfsburg finde ich deswegen sehr attraktiv trotzdem. Ja, deshalb lass uns gleich nicht viel rumreden. Wir haben die gleiche Meinung, Asian Handicap 0 auf Wolfsburg oder sogar plus 0,25 vielleicht auch mal gucken. Da würden wir ein bisschen was bei einem Unentschieden gewinnen. Die finde ich beide attraktiv, die Wetten. Unentschieden ist nicht unwahrscheinlich, aber ich finde auch, dass Wolfsburg an und für sich das bessere Team ist. Mhm. Kann man machen. Eins ja. Dabei. Ja, Asian Handicap 0 bietet sich ja an mit einer ausgeglichenen Wettquote um die 2. Hoffenheim-Frankfurt sind auch zwei Mannschaften, die in letzter Zeit Punkte geholt haben und stark gespielt haben. So in der Formtabelle sind beide relativ weit oben, wenn es so um die letzten sechs Spiele geht. Und Hoffenheim hat sich ja heimlich still und leise so auf Platz 5 gemausert. Die Frankfurter haben sich erstmal aus dem Tabellenkeller kämpfen müssen und sind jetzt aber auch auf Platz 12 irgendwo angekommen und haben halt auch seit ewigen Zeiten nicht mehr verloren und vor allem gegen Berlin und gegen Freiburg, also gegen die guten Berliner von Union, falls jetzt jemand härter gedacht hat. Naja, aber gegen Freiburg haben sie auch gewonnen und Hoffenheim, ja, gegen Fürth ist jetzt keine Kunst, aber auch gegen Leipzig und so weiter. Hoffenheim ist aber eine Bitch, wie wir festgestellt haben und deswegen sollte man die niemals als Favoriten bezeichnen und diese 1,97 ist eigentlich ein Spucker ins Gesicht jedes Frankfurters. So dass wir hier natürlich die Frankfurter unterstützen müssen. Genau, man erinnert sich daran an den Bayernflug, da hat Hertha gegen oder in Frankfurt sogar gewonnen. Hoffenheim hat, beide sind formstark, hast du gerade schon angesprochen, aber ich finde, dass Frankfurt das deutlich schwerere Programm hatte. Professor Dr. Radek hat ja teilweise direkte Vergleiche analysiert und hier haben wir tatsächlich 6 Siege der Frankfurter gegen Hoffenheim in Folge.
Also von daher würde ich hier auch ein X2 auf Frankfurt befürworten, eben weil trotz formstarken Hoffenheimer, die nicht so die Creme de la Creme weggeschossen haben, auch Leipzig ist gerade auswärts nicht so geil. Von daher machen wir das, oder? Why not? Ja, Double Chance Frankfurt, also da machst echt nichts verkehrt gegen diese Hoffenheimer. Das ist ja fast eine der besseren Wetten überhaupt. Fast. Und was das direkte Duell betrifft, ja, da muss jetzt der Professor Dr. Radek nochmal nachlegen und die direkten Duelle auch im Punktunterschied nochmal betrachten. Denn das war rein, wer mehr Punkte hat, ob jetzt ein Punkt weniger oder 10 Punkte mehr, im direkten Vergleich wurde alles in den Topf gepackt. Ich glaube, deswegen könnte so ein klarer Fall wie jetzt hier für Frankfurt vielleicht doch noch was anderes sein im direkten Duell. Aber das ist dann eine andere Episode. Schaut euch dieses Video auch an zur Statistik, falls ihr Statistik-Fans seid. Aber dann kommen wir auch zum absoluten Kracher an diesem Spieltag. Die Dortmunder empfangen die Bayern. Und ich habe es im englischen YouTube-Kanal von Notspedia schon gesagt, die Chancen, dass Dortmund dieses Spiel gegen Bayern nicht verliert, waren selten so hoch in den letzten Jahren, weil die Bayern ja doch sehr starke Probleme hatten jetzt gegen Bielefeld und Dortmund neue Luft bekommen hat, indem Haaland wieder dabei ist. Ja, Bayern sind auch ein bisschen, glaube ich, gespalten, was die Impfthematik angeht. Das ist vielleicht für die Teamchen nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite, du hast es vorhin gesagt, Haaland, als er reingekommen ist gegen Wolfsburg, gleich mal eine sehr gute Schusschance gehabt und dann macht er auch noch das Tor in Haaland-Manier. Richtig, richtig geiler Typ und ist so wichtig für Dortmund, die aber wirklich viel verkackt haben, zum Beispiel in der Champions League. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich historisch in diesem Kanal gesagt, wenn Bayern so eine Quote hat, muss man die spielen. Und jedes Jahr, und ich bin Dortmund-Fan, ich mag Bayern nicht, aber jedes Jahr sagt man, jetzt ist mal der Zeitpunkt, jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo Bayern fallen könnte, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Dortmund, jetzt ist es soweit. Und am Ende gewinnt dann Bayern immer relativ deutlich oder mindestens unentschieden. Also ich hoffe, dass wir vielleicht sogar das Spiel zusammenschauen, müssen wir mal gucken, was passiert. Nee, aber nach der Aussage gegen die Bayern nicht mehr. Wieso? Ich mag, du weißt doch, dass ich... Ja, aber ich dachte so, in letzter Zeit hast du so ein bisschen echt immer für Bayern geredet und so und jetzt sagst du, du magst die nicht. Wie kannst ja, du diesen halt sympathischen Verein nicht mögen? Das ist auch gerade nach so einer Hauptversammlung. Das ist auch ein wichtiger Tipp da draußen. Emotionen und Sympathie haben im Sportwetten nichts zu suchen und deshalb kann man auch mal auf den FC Bayern gehen, wenn man denkt, das gibt einem Geld und Gewinn. Also, ich wünsche mir nichts als alles andere, dass Dortmund 4-0 gewinnt, selbst wenn ich Bayern-Fan wäre, damit die Saison spannend bleibt. Ja. Ein Riesennachteil könnte sein, wenn Dortmund ohne Fans spielt, dann fehlt dem wirklich was und dann ist einfach die Klasse der Bayern zu groß und du hast sehr, sehr viele junge Spieler bei Dortmund und ich glaube, dass der FC Bayern mit Müller, Lewandowski, Neuer, Kimmich von außen, was weiß ich, und Goretzka, dass die sich dann hier in diesem Spiel wieder zeigen, mir san mir. Und dann haben wir vielleicht sogar so ein Desaster wie Leverkusen-Bayern, wo es nach 20 Minuten klar war, wer gewinnt. Ja, alles richtig. Nur, dass mit Kimmich und vielleicht auch Goretzka wirklich die zentrale Achse der Bayern fehlt, also der Motor. Und ohne die hat es halt in den letzten Spielen schon schlecht ausgesehen. Goretzka wurde ausgewechselt gegen Bielefeld. Man hat ihn dann öfter an der Seitenlinie eingeblendet gesehen, wie er bedröppelt reingeguckt hat, war halt höchst unzufrieden. Das Einzige, was mich bei deiner Argumentation für Bayern, dass die ja wirklich solche Spiele immer gewinnen, noch dazu ein bisschen motiviert wäre, dass Thomas Müller nach dem Spiel gesagt hat, dass sie ein gutes Spiel gegen Dortmund machen werden oder so. Und daran messe ich auch den Thomas Müller und seine Vorhersagequalitäten. Aber die Quote auf Bayern ist mir hier zu gering, um drauf zu setzen. Also entweder gar nicht oder auf Dortmund. Und ich würde echt sagen, so schließt sich der Kreis, weil jetzt haben wir viel drumherum geredet. Dortmund mit Haaland ist in der Lage, mindestens einen Punkt gegen Bayern zu holen und deswegen eine Double Chance auf Dortmund mit einer Quote von 2,09. Im Interesse der Spannung der Bundesliga absolut eine Pflichtwette fast. Ja, hoffen wir es mal. Ja, es ist die größte Hoffnung. Danach geht es aber weiter am Sonntag mit einem Spiel, wo ich keine Meinung habe. Beides sind Mannschaften, die mir ein bisschen suspekt sind aufgrund der letzten Wochen. Berlin hat nicht das geschafft, was sie hätten schaffen sollen. Jetzt haben sie einen neuen Trainer und er kommt immer wieder. Also ich habe nichts gegen
Jetzt fällt mir der Name nicht ein, helf mir. Ich habe nichts gegen den Kollegen. Ja, der allseits beliebte Taifun Korkut. Und ich fand, er war noch nirgendwo erfolgreich. Aber irgendwas scheint er dann doch gut zu machen, dass er immer wieder ein neues Team bekommt. Und Bobic ist überzeugt. Ich nicht so ganz. Deshalb erwarte ich hier keinen großartigen Trainereffekt. Aber Stuttgart ist natürlich auch ein Team, was gegen jedes andere Team außer Fürth verlieren kann in der Liga. Vor allem in dieser Saison. Deshalb habe ich da keine Meinung zu dem Spiel. Da wärst du aber ganz schön viel dazu geredet. Also, keine Wettmeinung. Ja, ich sage auch Korkut. Haben wir allgemein immer eher so ein bisschen belächelt. Ich kann mich aber dunkel erinnern, dass er uns dann, als er bei Stuttgart war, in den ersten Spielen brutal überrascht hat mal. Aber das ist ja schon ewig her. Jetzt hat er auch lange keinen Bundesligisten zumindest mehr trainiert. Und ja, Trainereffekt halte ich so allgemein wenig davon. Es ist ein interessanter Spieltag, um sowas zu beobachten, denn außer Kofeld und Svensson von Mainz und Kramer bei Bielefeld gab es in den letzten 10 Trainerentlassungen überhaupt keinen Effekt oder negativen Effekt. Und also sind wir uns ehrlich, ob der Taifun Korkut da eine andere Kerbe schlägt. Andererseits hat er eigentlich gute Voraussetzungen, weil sein Vorgänger mit einem echt eigentlich einigermaßen guten Kader nichts gerissen hat, das zu toppen. Stuttgart ist allerdings auf dem aufsteigenden Ast, ist auf einem besseren Weg und deswegen würde ich die hier eigentlich favorisieren. Aber du kannst unmöglich auf Stuttgart wetten in der aktuellen Situation und ein Unentschieden ist das Realistischste, aber da habe ich jetzt auch nach dem letzten Spieltag gar keine Ambitionen. Ja, Gladbach-Freiburg. Freiburg kommt ein bisschen mehr in die Realität an, ist aber immer noch Tabellenvierter, trotz der letzten Spiele. Und Gladbach hat richtig eins auf den Sack bekommen gegen den FC Köln. Davor mit Bochum und Fürth zwei Aufsteiger daheim zu Gast gehabt. Dann gab es natürlich ein paar Plätze nach vorne in der Tabelle. Freiburg trotzdem voll auf Kurs, sind auch in der Tabelle noch weiter deutlich vor Gladbach. Auch sehr, sehr schwierig. Wir haben beide gedacht, Gladbach hat die Wende geschafft und hat jetzt mal wieder das Potenzial aus dem Kader rausgeholt. Dann gab es die letzten beiden Spiele und jetzt ist die Frage, kann Freiburg zurückkommen? Siehst du da was? Ja, und zwar die Heim-Auswärts-Tabelle, weil Gladbach auswärts gegen Köln 4-1 verlieren, das war einfach ein wahnsinnig cooles Spiel. Also hat Spaß gemacht und Köln hat ja innerhalb von 5 Minuten dieses Spiel dann entschieden. Hofmann hat ja noch ausgeglichen und da hätte es auch anders laufen können, aber dann hat halt Köln einfach die 50.000 Zuschauer im Rücken gehabt und den geisteskranken Baumgart an der Seitenlinie, der die vorne geputscht hat und von daher würde ich diese Niederlage jetzt auch nicht so bewerten, wie sie aussieht mit 4-1, sondern war ja einfach eine knappe Niederlage gegen eine gute Heimmannschaft, während Gladbach halt auswärts bisher erst einen Sieg auf dem Konto hat. Aber zu Hause sieht es eben anders aus, da haben sie noch keine Niederlage, während Freiburg auswärts bisher stark war. Aber wir müssen auch sehen, dass Freiburg jetzt die letzten 3 Spiele verloren hat seit der Bayern-Niederlage, dann auch gegen Bochum und Frankfurt sind Mannschaften, die von der Qualität eigentlich ein bisschen unter Gladbach stehen, wenn auch die einen guten Lauf haben. Deswegen würde ich schon sagen, Gladbach zu Hause gegen Freiburg Favorit. Die Quote gefällt mir nur nicht so gut. Andererseits bin ich schon in einem Tippspiel, würde ich wahrscheinlich so 2-1 auf Gladbach tippen. Vielleicht sogar 2-0, weil die Freiburger im Moment vielleicht eine Krise haben und nach ihrer starken Anfangsphase jetzt mal, wie du gesagt hast, ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen kommen. Grundsätzlich kann ich mir aber vorstellen, dass ein paar Tore auch mehr fallen, aber schwer zu sagen, sehr schwer zu tippen. Deswegen lieber mal eine Wette weniger. Wir haben uns ja hier jetzt auch schon für ein paar durchaus begeistern können. Dann fassen wir mal zusammen. Im ersten Spiel am Freitag sagen wir Union Berlin Double Chance gegen die Leipziger. Gibt es ungefähr eine Zweierquote. Dann unsere Augsburger supporten wir gegen Bochum zu Hause mit einer Asian Handicap 0 mit 1,72. Aber da uns die Quote zu niedrig war, setzen wir nicht drauf. Genau. Wir sagen eher Asian Handicap 0 auf Wolfsburg, die schulden uns nämlich noch was. Wir sagen Double Chance auf Frankfurt. Und beim Rest schauen wir dann einfach wirklich gespannt zu und haben mal im Hinterkopf, wir hätten gerne ein Unentschieden gespielt bei
Dortmund, Bayern war 1x, hattest du gemeint. Und sonst gibt es ein paar unentschieden Möglichkeiten. Aber egal, das reicht doch erstmal ins Wetten und dann schauen wir mal, was passiert, ne? Jo, danke fürs Zuschauen. Daumen hoch und Abo dalassen. Ciao.